Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Hello Neighbor. Wir haben am Schluss des letzten Videos den roten Schlüssel ergattert und wollen nun durch diese Tür gehen, die uns hoffentlich ins Paradies bringt. Los geht's. Tschüss, Nachbar, du Sack. Wahnsinnig aggressiv. Hallo? Oh Gott. Wie voll erschreckend. Oh shit. Alter, wer macht da Sachen bei ihm kaputt? Ich bin doch schon weg. Alter. Was war da jetzt los? Act 3. Oh, wir sind... Jetzt sind wir erwachsen, oder was? Ah, jo, guck mal, wir sind groß. Das ist ja ultra cool. Wisst ihr... Oh, guck mal, wo wir sind in der Stadt. Der Happy Bird ist da. Dolos. So hat Hello Neighbor ja angefangen. Man hat als Erwachsener gespielt und später dann als Kind. Oder durchgehend als Erwachsener. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hallo. Okay. Scheiße. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Nein. Da klopft jemand. Warte, ich nehme kurz noch einen Toaster mit für alle Fälle. Hä? Wo klopft denn der? Oh. Ach, hier oder was? Okay. Was ist das? Was haben wir denn hier? Das scheiß Telefon. Oh, oder? Gottes Willen! Was ist das? Kann er seinen Kram nicht bezahlen, oder was? Dieses scheiß Telefon, ich hätte es nicht hinschmeißen sollen. Jetzt zieht er aus, oder wie? Ha! Das ist gerade ein gutes Teil für die Thumbnail. Ich glaube, das nehme ich, wenn ich mich daran erinnere. Die scheiß Telefon. Also ich konnte es nicht schnell genug lesen. Ich habe überhaupt gar nicht. Ich dachte, wir dürfen das noch richtig lesen. Deswegen habe ich gar nicht erst angefangen, es zu lesen. Dieser Cutscene. Also ich denke, dass wir rausfliegen oder so. Oder er wurde gerufen. Oh, das ist doch da beim Neighbor, ne? Calvum Oud, Wayron Scrubs, was? Wayron Crotz? Crotz? Alter. Ein Paster davon. Wow. Was für ein Gammelhaus. Das ist cool. Glaubt ihr, der Nachbar baut hier erst gerade noch? Oder... Oh. Ich wollte eigentlich durchrennen, aber okay. Hab wohl was getriggert. Das Willen. Das ist ultra merkwürdig, auch ein bisschen gruselig. Ist das jetzt Vergangenes? Wir waren da früher gefangen und was klingelt hier eigentlich? Hier klingelt was im Haus. Okay, grüner Schlüssel. Haben wir den? Vielleicht im Kofferraum? Ah, ist das der grüne? Ah, grün, perfekt, perfekt. Hello. Ach, guck mal, da sind wir doch. Da drüben stand jemand, habt ihr das gesehen? Am anderen Haus. Hat man eben eine Figur gesehen. Oh Gott. Ich gehe nicht ans Telefon, ich verstecke mich. Ich will da hinten kurz hin, kann man da. Okay. Gut, wir gehen mal dran. Die fetten Hörerchen. Was stand in dem Brief? Das muss für ihn ja ein riesiges Trauma sein. Also da zu Hause in dieser... Neben dieser ekligen Bude, in der er dann früher gefangen... Halten. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh fuck.
Wow. Okay. Das ist das nächste Haus, das, ich weiß nicht, ob das größte ist, aber eines der größten Häuser, die ich hier gesehen habe im Spiel. Wir gucken erstmal bei uns, checken alles ab, aber ich denke, es gibt gar nicht so viel. Alter, was für ein fetter Kühlschrank. Oh. Geht schon mal nicht kaputt. Die Flaschen nehme ich auf jeden Fall mal mit. Vielleicht kann ich ihm die an den Kopf schmeißen. Voll die riesige Treppe. Hier oben ist das Schlafzimmer. Oh, da war gerade eben. Kann ich hier eigentlich auch raus? Ah, ja. Gut, alle Türen sind geöffnet. Hier ist nichts mehr zu schauen bei uns. Ich gehe jetzt hier bei uns durchs Schlafzimmer raus. Ist hier noch irgendwo was versteckt vielleicht? Sieht nicht so aus. Ja, wie gesagt, in vorherigen Versionen gab es es ja schon, dieses Haus. Oder zumindest ein ähnliches, aber ich glaube, genau das gab es schon. Mit der Bahn. Das war echt schwierig, wo man sich auf die Bahn stellen musste, da hochspringen und hin und her. Und dann ist man in diese ganzen kleinen Geheimlevel gekommen. Das war krass. Das war echt überkrass. Ich weiß nicht, ob das dann das Ende ist, aber das hier ist ein Riesending. Alle haben zwar gemeint, das letzte Haus wäre das schwierigste gewesen. Also, wurde mir geschrieben. Aber... Hallo. Aber das hier war riesig. So. Nix da, ich wollte doch gerade ein Fensterchen einschmeißen. Ah, mein Schnappe ist es hier gefallen. Oh fuck. Was ist hier? Machen wir direkt mal aus. Hier brauchen wir was zum Hochklettern. Hier hinten hat er schon offen. Okay. Wo ist der? Ich weiß nicht. Hier kann man... Oh ja, da musste man was dran schmeißen. Ist es genauso wie damals? Das Haus sieht echt genauso aus, wie zu der Zeit, als ich es bespielt habe. Okay, dann machen wir auf. Ich springe hier hinten rum. Versuche nochmal reinzugehen. Das geht doch irgendwie. Man kann doch da... Also, höre ich schon mal auf. Kann ich eigentlich auch Türen zumachen? Hiermit? Oh. Naja, da ist auch wiederum ein Stuhl davor, den mache ich direkt weg. Och, das, ich erinnere mich, dieser Sprung. Ey, es gab hier so ekliges Zeug zu machen. Hallo? What? Oh, da bin ich schnell, kann der da raus? Oh, fuck. Ja! Thanks. Ja, mach. Falls er reinkommt, mache ich hier mal Kleber hin. So. Hier braucht man eine Keycard und den... ein Hammer oder sowas. So. Oh fuck! Oh Gott. Okay, wir sind wieder bei uns in der Butze. Der bringt uns immer nach Hause. Wir brauchen irgendwas Kleines zum Schmeißen, weil dann können wir... Sie ist nicht wirklich klein, die Tasse. Dann können wir da hinten den Aufgang aufschmeißen. Ich zeig's euch. Hier, das hier muss man aufschmeißen. Zack, offen ist es. Fuck. Ja. Oh Gott. Oh Gott! Alter! Voll Panik. So, Emergency irgendwas. Er weiß nicht mehr, wo wir sind, glaube ich. Ich gehe schon hier runter. Fuck, warum ist hier nichts zum Verstecken? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das hier für ein Zimmer? Da geht's weiter. Oh shit. Scheiße, nein! Glaubt ihr, der kommt da oben raus? Okay. Das ist so krass, das ist so ein Riesenhaus, man kann so viel machen. Und ich weiß nicht, was wir... Okay, passt auf. Alter, was ein Jump, wahnsinnig. Parkour hoch, Millionen. Komm schon, ja. Nächste Folge, macht's gut. Dankeschön, Daumen nach oben, ciao, ciao.